Hallo und herzlich willkommen, ich bin Yuki. Ja, ihr hört mal wieder von mir, denn ich habe, wie ihr sehen könnt, ein hübsches Kettchen von Ami Ami gekriegt. Und nicht nur das Kettchen, aber ich finde das ganz schön, weil das sieht irgendwie so, ja, ist anders als die bisher gekommen sind mit diesem kleinen schwachen Papier. Und jetzt ist das so eine richtig hübsche, ja. Naja, darum geht's nicht. Heute kam ein Paket, beziehungsweise ich habe es heute abgeholt und ich habe jetzt mal Versandart bisschen rumgetestet und ja, kommt höchstwahrscheinlich bald ein Update von meinem Figurkauf-Tutorial, also Import-Tutorial, werde ich, denke ich, irgendwann ein Update schreiben. Und ihr seht schon, ich halte das hier so ein bisschen hin. Ich habe unter anderem neue Briefmarken. Briefmarken. Nein. Lesezeichen. Jetzt habe ich's. Weil ich habe hier Bookmarker und jetzt irgendwie denke ich da an Briefmarken. Ich weiß auch nicht warum. Jedenfalls habe ich neue Lesezeichen gekriegt von Kyokai no Kanata. Und das habe ich irgendwie doppelt. Ich weiß nicht warum. Ich gucke nachher mal in die Bestellung. Jedenfalls ist das eigentlich ziemlich egal, weil ich mag sie, ich mag ihn und die Chibis hier sind total süß. ja, Lesezeichen von Kyokai no Kanata. Ich habe leider noch nichts anderes an Merchandise gefunden, was ich mir aus diesem Anime kaufen könnte. Und der hat mir super gefallen, deswegen wollte ich irgendwas Kleines mindestens haben. Und das sind sie. Das gibt es halt drei von diesen größeren. Mit hier auch einem Loch, falls man da ein Band durchstecken möchte. Jetzt sieht man das hier besser. Da, ich halte es mal auf hellem. Da ist so ein Loch überall. Und eben diese kleinen, die man hier so zwischen Buchseiten quetschen kann. Ich kann auch gerne eins aufmachen. Der Hersteller, den weiß ich von hier nicht, weil ich habe noch andere Lesezeichen gekauft und da steht der Hersteller wenigstens drauf. Aber ich kann gerne mal nachgucken, beziehungsweise in der Videotitel wird das sowieso verraten. So, ups. Hier haben wir das. Die werden dann so rausgedrückt. Ich kann das hier ja mal rausdrücken. Ganz vorsichtig natürlich. Geht aber auch nicht unbedingt schwer. Es ist recht leicht. Von dem gleichen Hersteller habe ich auch schon Lesezeichen von Outbreak Company. Ja. Und ich finde die Qualität sehr gut. Zwar bleibt dann halt dieses Überrestliche hier und man kann die halt nicht so schön wieder da reinquetschen oder sowas. Aber die Lesezeichen sind halt gut. Und hier zeige ich das nochmal. Man kann das jetzt auseinander machen. Und wenn das hier jetzt eine Buchseite wäre, muss mal um. Dann würde man das so da reinquetschen, dann würde das so rausgucken. Sieht sehr süß aus. Ich finde es toll. Und ja, die anderen, die sind hier nicht komplett bis hier lang, sondern die sind hier so ein bisschen, ne? Da kommt er schon von alleine. So. Da kommen die schon so von alleine raus. Und ja, ich liebe sie. Die ist total süß. Ich finde die total knuffig. Wobei ich ihren Namen wieder vergessen habe. Das passiert mir immer wieder. Immer wenn ich Videos mache, vergesse ich den Namen. Jedenfalls, hier neues. Ach, Mirai heißt sie. Ja, siehst du, sehen wir mal. Und er heißt Akito. Da haben wir's. Man sollte lesen lernen, nicht wahr? Ja, dann sind das die beiden Geschwister Mitsuki und Hiromi. Wobei er total witzig ist und sie eher so der ernstere Typ ist und er so ein Schwestern-Fable hat und leicht pervers ist. Und er hat so ein Brillen-Fable und dann passt sie natürlich super hin. Und für ihn ist sie auch noch die perfekte kleine Schwester. Total. Oh, ich liebe es. Sollte ich mir mal wieder angucken. Obwohl der ist erst gar nicht frisch gelaufen. Der ist ja vor einer Weile erst zu Ende gegangen. Ja, das sind die neuen Briefmarken. Und um euch einen kleinen Einblick zu geben, was ich noch bekommen habe, dürft ihr so eine Ecke von hier sehen. Und so eine Ecke von hier sehen. Und das Hauptding, das kommt als letztes diesmal. Das, ja, was zeige ich euch denn da? Was nicht so. Hier, da haben wir eine Ecke, die wir zeigen können. Und zwar diese. Tada! Aber den Rest seht ihr nicht. Der kommt später. Jedenfalls bereite ich mich jetzt mal vor, weil heute ist so eine kleine Premiere für mich. Ich verrate es aber noch nicht. Ihr werdet es auf Facebook lesen können, beziehungsweise mitbekommen. Und ich hoffe, ihr guckt euch das an und ja, vergebt mir, falls ich dann zu nervös bin. Ja, alles klar, dann
Bis morgen, weil morgen kommt das nächste wie immer. Ich schätze mal, da kommt dann das erste, was ich euch gezeigt habe, also den Blondschopf. Und dann kommt das, ja, ich denke mal, ich werde die Tage so verteilen, wie ich es euch gezeigt habe. Das ist ganz gut. Und wünsche euch dann noch viel Spaß. Ich weiß es nicht so genau. Naja, ich verabschiede mich mal einfach. Tschüss.